So, jetzt stellen wir euch den mal vor. Millet ist eigentlich jetzt schon seit einigen Tagen abends damit beschäftigt immer. Millet zeigt euch jetzt ein paar Sachen. Ich glaube, sie will mit den Spielen anfangen, war klar. Also zeig uns mal ein bisschen, was man da so alles machen kann mit dem Landtablet. Also, hier sind die Spiele. Spiele. Tippe auf ein Spiel, um es zu spielen. Das sind die ganzen Spiele hier. Drei habe ich runtergeladen. Einmal dieses Rechenspiel, Bibi und Tina Spiel und kleine Mozart Gartenbuch. Gartenband. Der Storiomax hat 8 GB Speicher, ist erweiterbar auf 40, also mit einer 32 GB SD-Karte. Eine Menge Speicher. Er hat eine um 180 Grad drehbare Kamera hier oben, die zeigen wir euch später noch. Das Gerät ist mit dem Fernseher zu verbinden, mit dem HDMI-Kabel kann man dann seine Fotos und Bilder auch auf dem Fernseher anschauen. Ich will auch mal. Hey, war zu langsam. Hey! Muss man nur auf die Monster tippen, gell? Ja. Auf die nicht. Du musst nicht helfen! Genauso gut gibt's in der Kunstwerkstatt die Möglichkeit, schöne Bilder zu malen. Kann man kreativ sein. Ich habe auch schon ein tolles Bild gemalt, das zeigen wir euch gleich dann. Das Zeichenprogramm hat richtig coole Effekte, muss ich sagen. Da läuft jetzt gerade so ein Regenbogenball durchs Bild. Dann kann man auch so das Auto hier setzen. Dahinter ist dann eine Spur. Und den Fröschen hier am witzigsten. Der hüpft da so durch. Blum, 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 blum. Genau. Genauso gibt es Pinsel. Halt, wir müssen den Frosch erst hüpfen lassen. Dicken Pinsel. Dünne Stifte. Hier so ein ganz, ganz coole Effekte. Kann man zum Beispiel schön Gras zeichnen. Seht ihr es hier unten am Bildschirmrand? Oder hier so irgendwie so ein Busch hinzeichnen. Das ist ganz cool. Und diese Herzchen? Herzchen kann man auch machen, genau. Oder es gibt fertige Tierchen hier oder Symbole, Feuer, ein Hund und so weiter. Da kann man richtig tolle Bilder machen. Im Album, da werden Fotos gespeichert, Videos, Zeichnungen, die ihr abgespeichert habt. Ich wollte euch jetzt mal kurz mein Bild zeigen, das ich gemalt habe. Und zwar das hier. Habe ich für Millet gemalt. Hübsch, gell? Ja. Kann man ganz nette Sachen malen. Für das Bild habe ich vielleicht 5 Minuten gebraucht. Geht ganz fix. So, jetzt komme ich zum Thema LAN-Spielkassetten. Es gibt für verschiedene Altersgruppen diese LAN-Spielkassetten. Die kann man zusätzlich kaufen. Millet hat sich Frozen gewünscht. Und das ist nur so eine kleine Kassette. Die steckt man da hinten rein. Hier ist es schon drin und da gibt es dann richtig coole Lernspiele zum Thema Frozen. Sobald man die Kassette reinsteckt, erscheint hier dann das entsprechende Bildchen. Also hier, wir sind hier Thema Frozen, gehen wir mal rein. Die Frozen-Kassette bietet jetzt hier Fotospaß, Spiele, ein E-Book. Da wird entweder vorgelesen oder man kann selber lesen. Schneekugelgalerie. Beim E-Books wird es vorgelesen und dann muss man den Anfang alleine durchlesen. Genau, man kann auch jedes Wort, das zeige ich euch noch kurz, jedes Wort antippen, dann wird einem jedes Wort vorgelesen. Ist also sehr gut für Leseanfänger, wie Millet gerade. So, hier kann man jetzt also selber lesen oder sich Wörter, die man jetzt noch nicht so kennt, die einem neu sind, kann man sich vorlesen lassen. Jedes einzelne Wort kann man dann antippen, so kann man es sehr schön lesen lernen, finde ich. Aussehen. Hä? Coole Sache. Dann gibt es natürlich noch Spiele mit Elsa. Freizuschalten, musst du sie zuerst im Abenteuermodus spielen. Oh. Abenteuer. Tippe auf einfach oder spiel einfach. Einfach machen wir's. Aha. Ups. Jetzt sind wir runtergefallen. Naja, hat es auf jeden Fall einen Haufen nette Spiele drin.
Milay spielt jetzt gerade die magische Bohnenranke. Das ist auch ganz witzig, muss ich sagen. Da kann man täglich dann immer reinschauen und die Bohne wächst dann von Tag zu Tag größer. Ich glaube, wir sind jetzt bei 12 Meter. Und da muss man sich halt um die Pflanze kümmern. Man muss sie gießen, man muss dann nach 24 Stunden wieder die Bohnen ernten und so weiter. Das ist ein ganz sinnvolles Spiel, dass man sich ein bisschen um eine Pflanze kümmert, wenn sie auch nur digital ist. Was mir ganz gut gefällt an dem Gerät ist das Thema Kit Connect. Mit Kit Connect, es ist sowohl hier auf dem Gerät als auch als App downloadbar für das Handy der Eltern. Da können die Eltern mit ihrem Kind kommunizieren, können auch andere Freunde freischalten. Und das finde ich echt eine tolle Sache, muss ich sagen. Da hat man ein bisschen als Elternteil die Kontrolle drüber, was das Kind macht, ob es bestimmte Sachen downloaden darf, ob es mit bestimmten Freunden oder Bekannten kommunizieren darf. Eine ganz sinnvolle Sache und richtig schön finde ich, also wenn das Kind zu Hause ist mit dem WLAN, dann kann die Mama, die jetzt vielleicht gerade unterwegs ist, kann über die Handy-App eine Nachricht schreiben an die Milay. Und so können die kommunizieren, ohne dass jetzt Milay einen Handyvertrag braucht. Also das ist eine gute Sache, finde ich. Ups. Kamera habe ich ja vorher schon erwähnt. Die ist um 180 Grad drehbar, also nach vorne oder nach hinten, nach oben, ist egal. Die Fotos oder Videos kann man dann mit 60 lustigen Effekten dann noch bearbeiten. Milay hat ihre Füße fotografiert. Ich zeige es euch mal schnell. Nein! Das Bild ist von gestern oder vorgestern, glaube ich. Ja, habe ich gestern dir geschickt. Hey, Unfall, du zeigst meine Füße. Das hat sie mir geschickt, genau. Wir haben gestern ein bisschen hin und her gechattet. Ich mit Mamas Handy und sie mit dem Story-O-Tab. Wie bei WhatsApp. Fotos, Sprachnachrichten, Videos, Text, alles ist möglich. Und Text spricht er auch vor, also wenn das Kind noch nicht lesen kann. So, ganz kurz komme ich jetzt nochmal zu den LAN-Inhalten, weil es ist ja auch ein LAN-Tablet. Es gibt Themen aus allen Bereichen, Lesen, Schreiben, Sprachentwicklung. Ich muss jetzt ein bisschen ablesen, kann ich mir nicht alles merken, sorry. Wissenschaft, die Welt entdecken, Kreativität, Mathematik, Merkfähigkeit, Problemlösungen. Also alles Mögliche von Buchstaben erkennen, Schreiben, Lesen, Rechtschreibung, Orientierung, Phänomene, Logik, Physik, Musik, kreatives Gestalten, Wahrnehmung, Zählen, Addition, Multiplikationssatz und so weiter. Ja, auf jeden Fall, mir gefällt das Ding. Tolles Gerät, er ist auch relativ gut geschützt. Hier durch die Hülle, gilt auch gleichzeitig als Ständer, wenn man das Tablet aufstellen will. Das ist die Hülle oben, der Bildschirm und von hinten dann so. Da kann man den Stift reinklipsen, zuklappen. Hier haben wir sogar einen Tragegriff. Und wir haben hier einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss und Micro-SD-Anschlüsse. So, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir werden jetzt noch ein bisschen spielen, bestimmt wieder, wie jeden Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich gehe jetzt in die Schule mit dem Kurt. Genau, geh mal lernen. Nein.